Bin ich oder bist du? Du bist doch der Gruber, Martin. Ja, du hab gedacht, du lebst in New York. Erzähl dein Bruder jedenfalls immer. Was verschafft uns die Ehre? Ich höre auf, Martin. Und du wirst meine Praxis übernehmen. Weißt du noch, warum du Arzt werden wolltest? Um für die Menschen da zu sein. Und hier kannst du das. Susanne, ich werde Romans Praxis übernehmen. Nein, Martin, ich weiß es schon. Was weißt du? Dass du der neue Bergdoktor bist. Gut, dann schauen wir mal. Just have a little patience. Alexander, mein Bester, was gibt's? Martin, mein einziger Freund, hast du die Ergebnisse von Frau Schlüter vor dir? Guten Morgen, Hase. Oh. Du, Martin, aus deinem eigenen Bruder betroffen. Du hast der Sonja ein Kind gemacht. Ja, seiner Frau. Und dann hast du dich nach New York verzogen. Have a little patience. Ich hab euch! Du weißt, was zu tun ist. Ich kannte Andreas nicht gut, aber ich weiß, wie er sich hier und jetzt entschieden hätte. Bergrettung Ramsau, was ist Ihr Notfall? Mann, wir haben gerade ein Leben gerettet. Wir sollten einen trinken gehen. Ja. Und bei der Gelegenheit könntest du deinen Einstand geben. Danke. Aber mir reicht's für heute. Also, wir hätten hier eine Vermisstenmeldung. Halt, halt durch, Tim! Hallo! Hast du gehört? Es war eine Lawine. Ja! Ah! Ja! Danke! Mutti, was zum Teufel ist da los? Das war lebensmüde, da ungesichert runterzugehen. Ich bin nun mal so. Ja. Vor einer Stunde kam ein Anruf. Eine alleinerziehende Mutter hat einen wahnsinnig schweren Verkehrsunfall und liegt auf der Intensivstation. Jetzt geht's um die drei Kinder und den Hof. Katja Baumann. Die Dorfhelfer. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja, wir versuchen eben da zu sein, wo Hilfe gebraucht wird. Mein Mann wird gerade operiert. Bis er wieder auf den Beinen ist, können wir wirklich jede Unterstützung gebrauchen. Ja, ich bin zu allem bereit. Hier ist Antenne Frühling, leider mit einer Vermisstenmeldung. Seit heute Morgen wird die 99-jährige Erna Krawinkel aus Frühling vermisst. Haben Sie keine Arbeit? Oder warum laufen Sie alten Frauen hinterher? Erna, das geht so nicht weiter. Sie können nicht dauernd weglaufen. Nein, das war mein letzter Ausflug, ich verspreche es. Ist das Ihr Fahrrad? Ja, das habe ich geklaut. Das darf doch alles nicht wahr sein. Fehler gemacht.